Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Volker Schütz, der Chefredakteur von Horizont und freue mich, dass ihr bei der neuen Ausgabe von Volker fragt dabei seid. Worum geht's in Volker fragt? Ich stelle interessanten Menschen ein paar Fragen dazu, wie sich ihr Business wegen Corona verändert hat. Und das Ergebnis könnt ihr euch dann entweder wahlweise anschauen oder im Podcast anhören. Heute sind eindeutig die Leute im Vorteil, die sich das Gespräch anschauen, denn nur die können sehen, was ich für ein tolles T-Shirt anhabe. Es ist mein Lieblings-Eintracht-Fan-T-Shirt. Komm mal ein bisschen näher, damit jeder auch den Adler sieht. Und ihr werdet euch fragen, ja, warum zieht der Schütz denn jetzt ein Fußballtrikot an? Das hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen ist heute eigentlich der Tag, an dem, wenn die Welt normal wäre, Frankfurt Bayern zu Hause aus dem Pokal geschmissen hätte. Wir wissen, die Welt ist anders, findet heute nicht statt, aber dafür passieren viele andere Dinge. Der zweite Punkt, weil mein Gesprächspartner ein noch größerer Eintracht-Fan ist als ich, Thomas Lindner, CEO der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thomas, herzlich willkommen. Vielen Dank, Volker. Wie kommst du ohne Fußball klar? Eigentlich gar nicht. Also, es sind immer diese Phantomschmerzen jeden Samstag, wenn man irgendwie denkt, jetzt müsste eigentlich ein Spiel stattfinden. Man läuft zum Fernseher und wird irgendwie völlig frustriert wieder zurückgeworfen. Also, das ist wirklich schon sehr schwierig ohne Fußball. Vielleicht soll es ja Mitte Mai oder so, habe ich gelesen, mit der Bundesliga weitergehen. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Experiment, denke ich, ohne Fans Fußball anzuschauen. Naja, also ich wäre schon froh, wenn es Fußball gäbe, auch ohne Fans. Aber es gibt Dinge, die sind im Moment wichtiger und gehen vor. Also von daher müssen wir mal abwarten, wie man sich da organisiert. Und ich glaube, es wollen alle gerne Fußball spielen und Fußball sehen. Also von daher, wenn irgendwas geht, dann wird es wohl auch stattfinden. Genau. Wir stehen ja in Medien-Deutschland so ein bisschen vor einer absurden Situation. Also guter Journalismus ist gefragt wie noch nie, aber die Umsätze gehen zurück, was dazu geführt hat, dass viele Medien nach staatlichen Zuschüssen staatliche Zuschüsse haben wollen, respektive in Kurzarbeit gehen. Horizont wird ab 1. Mai übrigens auch in Kurzarbeit gehen. So, die FAZ ist so ein bisschen ein kleines oder ein großes gallisches Dorf und hat das bislang nicht eingeführt. Kannst du da ein bisschen erzählen, warum, weshalb? Also, wir sind ja immer irgendwie in vielerlei Hinsicht so ein kleines gallisches Dorf. Manchmal ist das irgendwie nicht so gut und manchmal ist das gut. An der Stelle, glaube ich, bin ich ganz stolz darauf, dass wir es sein können. Also zum einen muss man sagen, es geht uns nicht so schlecht. Die ersten 3 Monate waren vernünftige 3 Monate. Wir liegen ein bisschen besser als im Vorjahr. Also noch gibt es nicht wirklich einen Grund zu klagen. Und dann muss man natürlich sehen, dass die Corona-Krise im Mediageschäft insbesondere die Werbeausgaben beutet. Die machen bei der FAZ noch ungefähr 25% des Umsatzes aus. Das heißt, die 25% des Umsatzes sind unter Druck. 75% des Umsatzes kommt in erster Linie aus dem Abogeschäft und aus dem Einzelverkauf. Da schlagen wir uns tapfer, wirklich ganz gut. Also das Abogeschäft ist nicht merkbar beeinträchtigt. Das läuft ganz gut. Und auch im Einzelverkauf sind wir relativ stabil. Das heißt, 75% unseres Geschäftes sind eigentlich in Ordnung. Das wird etwas schwächer sein zum Jahresende. Ich glaube, da wir werden da schon auch die eine oder andere Schramme abkriegen. Aber da droht uns keine große Gefahr. Was unter Druck ist, ist das Werbegeschäft. Da sind wir noch ganz gut durch den März gekommen, wie, glaube ich, die meisten anderen auch. Und jetzt im April geht es natürlich los mit den Rückgängen. Aber das macht, wie gesagt, noch 25% unseres Geschäftes aus. Wenn das jetzt auf 20% fällt oder 18% fällt, dann ist das natürlich für uns auch ein schmerzhaftes Minus. Aber wir glauben, dass wir das durchstehen können, ohne unsere Mitarbeiter oder den Staat um Hilfe zu bitten und den Staat zu bitten, dass er die Gehaltszahlung für unsere Mitarbeiter übernimmt, indem wir Kurzarbeitergeld beantragen. Also wir glauben, wir könnten das durchstehen ohne Hilfe. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass unser Fachverlag, der etwas kleinere Fachverlag, auch auf Kurzarbeit gegangen ist. Die haben sehr viel Eventgeschäft. Das Eventgeschäft ist natürlich irgendwie tot im Moment. Und die haben schon auch Kurzarbeit beantragt. Aber die FAZ selber, da hast du recht, haben es in der Tat, hat es in der Tat nicht. FAZ versteht sich ja seit jeher als Premium-Produkt, auch im Digitalbereich. Ihr habt wie andere auch sensationelle Zuwächse in der Online-Nutzung. F-Plus gibt es jetzt quasi als Rabattgeschichte für 1 € die Woche statt für 3 oder 2,95 €. Ist es für ein Premium-Produkt wie die FAZ nicht eine heikle Gratwanderung, auf einmal so ein bisschen auf, ich sage jetzt mal, billig zu machen?
Also für uns ist das keine Gratwanderung, für uns ist das ein hochinteressantes Experiment, weil gerade als Premium-Produkt mit Premium-Preisen haben wir natürlich auch kein wirklich gutes Gefühl, wie die Preisabsatzfunktion hinter so einer Zeitung oder hinter einem Digitalprodukt aussieht. Und für uns war das eine willkommene Gelegenheit, mal auszuprobieren, wie preissensitiv unsere Nutzer eigentlich sind und wie stark sie darauf reagieren. F Plus ist ohnehin das Einstiegsprodukt der FAZ, kostet normalerweise 2,95 im ersten Jahr in einer Woche, kostet im zweiten Jahr 4,95. Wir haben kaum Absprungquoten zwischen dem ersten und zweiten Jahr. Das heißt, die Leute akzeptieren den höheren Preis. Und dieses 1-Euro-Angebot, das wir ziemlich genau mit dem Start der Corona-Krise in den Markt gebracht haben, ist einfach, um mal zu schauen, wie viele Leute wir locken können, wenn wir ihnen sagen, komm, nutze das hervorragende Informationsangebot der FAZ und wir machen es dir sehr schmackhaft und sehr einfach mit einem niedrigen Preis. Und das hat für uns super funktioniert. Wir werden das jetzt auch wieder beenden, dieses Angebot. Also es läuft jetzt noch so, wir lassen es laufen bis zum 3. Mai, also dann, wenn der Lockdown relativ offiziell irgendwie dem Ende zugeht und alles wieder startet, werden wir auch mit diesem Angebot enden. Ich schätze mal, wir werden dann 25.000 Abos eingesammelt haben mit diesem 1-Euro-Angebot. Wir kennen die Nutzer, wir haben die Zahlungsdaten. Also das hat sich für uns total gelohnt. Und es ist, wie gesagt, ein interessantes Experiment. Das ist ja eine ziemlich umfassende, ist ja erstmal eine humanitäre Krise oder Katastrophe, aber natürlich eine umfassende Medientransformationsgeschichte. Wer wird denn deiner Meinung nach übrig bleiben? Oder wie wird sich das Medienbusiness durch Corona insgesamt verändern, perspektivisch? Ich habe das Gefühl, also wir bekommen im Moment wahnsinnig viel Zuspruch und das sage ich jetzt nicht als Eigenwerbung, sondern weil es zeigt, denke ich, dass die Nutzer, dass die Leute draußen ein echtes Informationsbedürfnis haben. Wenn man in seinem Bekanntenkreis mal rumhört, welche Verschwörungstheorien und welch absurdes Zeug da zum Teil geredet wird, dann wird einem nochmal sehr viel klarer, wie wichtig zuverlässige und vertrauenswürdige Informationsquellen sind. Deswegen glaube ich, wird es für die Nachrichtenmedien insgesamt, glaube ich, eine Zeit sein, aus der sie eher gestärkt hervorgehen. Das gilt nicht nur für uns, ich glaube, das gilt genauso für eine Süddeutsche, es gilt genauso für eine Zeit, es gilt genauso für einen Spiegel. Ich glaube, alle machen im Moment einen guten Job und wenn Kritik kommt, dann ist es die Kritik, die immer kommt. Den einen ist es zu viel, den anderen ist es zu wenig, den einen ist es zu kritisch, den anderen ist es wieder nicht kritisch genug. Also so das Übliche. Ich glaube, Nachrichtenmedien machen einen guten Job und werden gut hinkommen. Ich glaube auch, dass Regionalmedien insgesamt gut durch diese Krise kommen können. Es hängt jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Substanz ein Haus oder ein Unternehmen hat. Und da ist die FAZ glücklicherweise ein Haus mit einer sehr, sehr guten Kapitalstruktur. Und deswegen stehen wir auch, du hast ja vorhin das Thema Kurzarbeit angesprochen, eigentlich auch relativ zuversichtlich in dieser Krise und denken, wir werden da gut durchkommen. Man weiß es nicht genau, man weiß nicht, wie lange es noch geht und was noch passiert. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, wird das so sein. Und das wird auch für viele andere gelten. Welche journalistischen Formate sind dir aufgefallen oder sind bei der FAZ quasi durch Corona nach vorne gekommen? Also gibt es mehr Podcasts oder mehr Videos? Laufen die Hintergründe gut oder sind es die klassischen Nachrichten? Also man hat ja immer so das Gefühl, als wäre die Übersättigung mit Corona auch nicht allzu weit weg. Und wir stellen trotzdem fest, dass in dem Augenblick, wo wir unseren Podcast Nachrichten für Deutschland oder wir haben auch einen tollen neuen Wissenspodcast. In dem Augenblick, wo der sich mit Corona-Themen beschäftigen, die in der Tat die Leute beschäftigen, das sind so Sachen wie, was weiß ich, wie groß ist eigentlich die Reichweite von diesen Viren, also wie weit muss ich wirklich weg sein? Also dann, wenn es substanziell wird, dann interessiert es die Leute sehr und die Zugriffszahlen gehen sofort hoch. Das sehen wir bei den Podcasts, das sehen wir aber auch im Netz. Du hast es selber gesagt, ich glaube, die mobile Reichweite der FAZ von FAZ.net hat sich verdoppelt in dieser Zeit. Das ist natürlich Wahnsinn. Also ich fürchte mich schon vor der Zeit, wenn die wieder sinkt, dann, weil das muss ja zwangsläufig auch wieder kommen. Zwei Abschlussfragen, nicht nur eine, sondern zwei. Stell dir mal vor, Frau Merkel tritt vor die Kameras und sagt, wir haben Corona besiegt. Was ist das Erste, was du dann machen wirst? Mich wahnsinnig freuen, weil ich glaube, dass natürlich die Gefahr für viele Menschen da draußen auf der Straße damit dann eben auch besiegt ist. Und was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich meine Kinder schnappen und würde mit denen einmal einkaufen gehen. Zum einen, um den Einzelhandel zu stützen, der es, glaube ich, sehr nötig hat.
diese Unterstützung, also wenn wir nicht wollen, dass irgendwann mal die Hälfte der Geschäfte mit schwarzer Folie innen ausgeklebt sind, dann müssen wir uns um den Einzelhandel kümmern. Und zum Zweiten haben es meine Kinder verdient, weil die verhalten sich in dieser Krise wirklich tatlos und sind sehr tapfer und macht viel Spaß. Okay, letzte Frage. Wie wäre das Fußballspiel heute eigentlich ausgegangen, Bayern gegen SGE? Ich glaube, wir hätten eine große Überraschung erlebt heute. Ich schätze, es also zweistellig glaube ich nicht für die Eintracht, aber ich glaube, wir hätten ein relativ hohes Ergebnis gesehen, weil die Eintracht hat ja gezeigt, in dem Augenblick, wo sie ein bisschen Pause hat und sich erholen kann, läuft sie zur Hochform auf. Die Bayern wiederum haben echte Probleme interner Art, die natürlich auch auf die Mannschaft abstrahlen. Also ich glaube, es wäre ein großartiger, überzeugender Sieg geworden für die Eintracht. Der Mann ist ein Optimist. Thomas, herzlichen Dank. Tschüss.